The Adventure Company. A Division of Nordic Games. King Art Games. Adventure Company. Der Erbe des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harold, hast du das schon gelesen? Harold? Harold? Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße. Was machen Sie hier? Und wo ist Harold? Harold, da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge der Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Psst, machen Sie die aus. Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen, verstanden? Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was? Halt! Stopp! Sie sind verhaftet! The Raven. Creative Director Jan Theisen, Projektlead Henrike Jahn und Executive Producers Marc und Reinhard, Police und Marc König. Ja. 3D-Grafik Christoph Kucher, Polygonfabrik und Tom Degener. Thomas Jahn, Arne von Ösen und Benjamin Kur. Gameplay Logic, Henrike Jahn und Arne von Ösen. Musik, Benny Oschmann. Soundeffekte, Marco Rosenberg, Marc König und Clemens Brix. Charakterdesign, Stefan Obst. Lead-Animator, Geoffrey Köhler und Marina Dmitrieva. Hände hoch! Ich habe keine Zeit zum Spielen, ich bin im Dienst. Hm.
lustig. Aber du siehst gar nicht wie ein richtiger Polizist aus. Du hast gar keinen Revolver. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen The Raven, Legacy eines Meisterdiebs oder so. Und ein lustiges Adventure, was 3D ist. Und ja, er soll weggehen. Wer ist er? Spielzeugpistole. Wie heißt du, Junge? Ich heiße Matthew Miller. Und wo kommst du her, Matthew Miller? Aus Dillsburg, Pennsylvania. Aber jetzt wohnen meine Mom und ich in England. Sie kümmert sich um eine alte, reiche Frau. Und gerade sind wir auf dem Weg nach Venedig. Dort wollen wir mit einem großen Schiff fahren. Beeindruckend. Du hast ja schon die halbe Welt gesehen. Ich habe mein ganzes Leben in der Schweiz verbracht. Klingt ziemlich langweilig. Ja. Und klingt auch ziemlich schwitzig, wenn man sein ganzes Leben in der Schweiz verbracht hat. Wobei, ich wusste gar nicht, dass die Schweizer Polizei so aussieht oder mal so aussah. Aber ich dachte als allererstes, als ich hier hinten auf den Vorhang guckte, als auf dieses Rollo, da ist QR-Code drauf. Gleich mal gucken, gleich mal mit dem Handy abchecken. Aber wir sind in einer Zeit, wo es QR-Codes noch gar nicht gab. Ja, gut, dann sprechen wir ihn mal auf die Spielzeugpistole an. Andere Optionen haben wir ja nicht. Und was ist mit der Waffe? Wozu brauchst du die? Ich bin der Rabe. Der ist totgeschossen worden. Also brauche ich jetzt eine Pistole. Tote Vögel brauchen keine Waffen. Lebendige auch nicht. Weißt du etwa nicht, wer der Rabe ist? Er ist der größte Einbrecher aller Zeiten. Er hat Bilder aus dem Louvre geklaut. Und diese ganz wertvollen Eier mit Gold und Diamanten. Und Bobby Dobbs sagt, er hat die Kronjuwelen gegen Glassteine ausgetauscht. Ich weiß, wer der Rabe war. Auch wenn ich das mit den Kronjuwelen nicht ganz glauben kann. Ja, naja, also ich wüsste auch gern Bescheid, was mit meinen Kronjuwelen ist. Nicht, dass sie jemand gegen Glas ausgetauscht hat. Ja, Diebstahl in London? Reden wir einfach mal drüber. Weißt du, dass es heutzutage viel gefährlichere Einbrecher als den alten Raben gibt. Vor 2 Tagen wurde ein wertvoller Rubin aus dem britischen Museum gestohlen. Es gab eine Explosion. Eine Wache wurde dabei verletzt. Ehrlich? Tja, und weißt du, was die Presse schreibt? Sie reden zu viel, Wachtmeister. Zellner, Monsieur. Anton Jakob Zellner. Oder hat er Sie mit seiner Waffe bedroht? Nein, Monsieur. Abmarsch. Spielverderber. Inspekteur Legrand. Es ist mir eine große Ehre, mit einer Berühmtheit wie Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sind der Schweizer Polizei dankbar für Ihre Unterstützung. Am besten bleiben Sie hier sitzen und behalten alles im Auge. Ja, aber ich will helfen. Aber Monsieur, da gibt es bestimmt mehr, was ich tun kann. Ich habe gesehen, dass ein Tresor verladen wurde. Wir haben alles im Griff. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Sie finden mich den Rest der Fahrt im ersten Transportwaggon am Ende des Zuges. Ich bin nicht hier, um die schöne Landschaft zu genießen. Ich bin ein guter Beobachter. Und ich habe mir eine scharfe Kombinationsgabe angeeignet. Mit dem da? Ich habe die Leute auf dem Bahnsteig in Zürich beobachtet. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mann dort ein Geigenspieler ist. Das wäre beeindruckender, wenn er keinen Geigenkoffer neben sich liegen hätte. Und ich glaube, dass der Herr im nächsten Waggon ein deutscher Arzt auf dem Weg nach Italien ist, der dort eine neue Stelle annehmen will. Wie kommen Sie darauf? Auf seinen Manschettenknöpfen ist ein Esculap-Stab eingraviert. Und er hat ein Wörterbuch bei sich, deutsch-italienisch. Vielleicht macht er Urlaub in Italien, wandelt auf Goethes Spuren. Zu viel Gepäck. Und nein, er will auch nicht seinen Ruhestand in Italien verbringen. Die Koffer sind zu schäbig, als dass ich glauben würde, dass er sich mit Ende 50 seinen Ruhestand leisten kann. Also schön, Wachtmeister... Zellner. Wachtmeister Zellner, wenn Sie so ein cleverer Kerl sind, was tue ich hier im Zug? Naja, was? Er macht Urlaub, er sucht jemanden, er bewacht etwas? Ich denke, Sie bewachen etwas. Aha, und das wäre? Naja, was auch immer im Tresor ist, ein Geldtransport, ein Edelstein. Ah... Das kann ich nicht wissen, aber es muss sehr wichtig sein. Wieso? Sie sind sehr wichtig. Man würde sie nicht auf den Fall ansetzen, wenn es sich um eine Lappalie handeln würde. Mal angenommen, wir würden in diesem Zug tatsächlich etwas sehr Wichtiges transportieren und es wäre mein Job, für seine Sicherheit zu sorgen. Warum wimmelt es dann hier nicht von Uniformierten? Naja, keine Aufmerksamkeit erregen, es ist eine Falle, mehr Männer sind unnötig. Es könnte eine Falle sein. Es ist... eine Falle. Ah, jetzt geht aber Ihre Fantasie mit Ihnen durch.
Naja, schon irgendwie beeindruckend. Aber je weniger Leute involviert sind, desto besser. Wir kommen ohne sie zurecht. Nein. Nein? Ich kann behilflich sein und ich werde behilflich sein. Sie befinden sich in meinem Land und ich bin abkommandiert worden, um sie zu unterstützen. Genau das werde ich tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Clever und hartnäckig. Ihr Engagement ehrt Sie, Zellner. Aber bei diesem Fall habe ich das Sagen. Und ich brauche Sie nicht. Bon voyage. Aber woher wissen Sie das? Huch! Oh, hallo. Du hast geschummelt. Was habe ich? Ich habe gesehen, wie du mit dem deutschen Arzt auf dem Bahnsteig gesprochen hast. Er hat dir alles von sich erzählt. Und du hast eben nur so getan, als hättest du richtig kombiniert. Und wenn schon, weißt du, wer das ist? Das ist Inspektor Nicolas Legrand. Den muss man beeindrucken, wenn man mit ihm zusammenarbeiten will. Ich werde ihm alles erzählen. Du würdest mich tatsächlich verpetzen? Und das an den Polizisten, der deinen Raben erschossen hat? Der war das? Mhm. Hat den berühmtesten Einbrecher Europas gejagt und getötet. Das war der Start seiner Karriere. Dem werde ich nichts erzählen. Würde ich auch nicht. Also gut, Matthew. Ich muss jetzt arbeiten. Alle nennen mich Matt. Naja, außer meine Mom. Die sagt Matty zu mir. Als wäre ich noch ein kleines Kind. Tja. Ob Legrand mich dabei haben will oder nicht, ich werde die Augen offen halten. Vielleicht kann ich seine Meinung ändern. Möchten Sie etwas über die Spielsteuerung erfahren? Tutorial. Ja, gut. Wir haben Zeit. Erklär mal. Mal sehen. Betrachte, um einen Gegenstand zu betrachten, klicken Sie ihn einfach an. Klicken Sie mal das Butterbrotpapier auf dem Tisch an. Heute früh dachte ich, ich hätte vor lauter Aufregung den ganzen Tag keine Uhr. Gott sei Dank habe ich mir aber dann doch ein Butterbrot mitgenommen. Tja, wenn Sie die Maus erneut über das Butterbrotpapier bewegen, sehen Sie, dass der Mauszeiger nun ein anderer ist und der Text am unteren Bildschirmrand nun lautet, nimm das Butterbrotpapier. Oh, dann nehmen wir es doch einfach mal mit. Schön zusammenfalten, einstecken. Sehr gut, bewegen Sie die Mauszeiger nun einmal an den unteren Bildschirmrand. Dort befindet sich das Inventar. Hier sehen Sie alle Gegenstände, die Wachtmeister Zellner bei sich trägt. Klicken Sie bitte das Butterbrotpapier mit der linken Maustaste an. Sie können das Butterbrotpapier nun mit anderen Gegenständen benutzen. Bewegen Sie es über den Apfelrest auf dem Tisch und klicken Sie mit links. Ja, können wir einwickeln. Öffnen Sie nun wieder das Inventar. Öffnen Sie nun wieder das Inventar und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Butterbrotpapier. Ich habe das Kerngehäuse ins Butterbrotpapier gewickelt. So kann ich es mitnehmen, ohne dass meine Hosentasche feucht wird. Trotzdem würde ich beides lieber nicht mit mir herumtragen. Natürlich können Sie auch Gegenstände innerhalb des Inventars miteinander benutzen. Klicken Sie einmal mit links auf die Papierserviette und klicken Sie dann im Inventar auf das Butterbrotpapier. Papierserviette? Wo ist denn eine Serviette? Die Papierserviette? Klicken Sie dann im Inventar auf das Butterbrotpapier? Hä? Wo ist hier eine Serviette? Hier ist nichts. Hier ist keine Serviette. Wo ist denn hier eine Serviette? Das Tutorial verarscht mich. Ach nein, da! Ah, oh, das ist... Ja. Und dann, Die Serviette war beim Croissant dabei, das ich mir am Bahnhof gegönnt habe. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und weg damit! Werfen Sie die Müll aus dem Inventar in den Aschenbecher auf dem Tisch des Wachtmeisters. Jeder Tisch hat einen praktischen kleinen Mülleimer. So muss man als Reisender nie seinen Platz verlassen. Ja. Wirf den Abfall in den Aschenbecher. Okay. Das war doch gar nicht so schwierig, oder? Damit wissen Sie nun alles, was es über die Spielsteuerung zu wissen gibt. Viel Spaß beim Spielen!